Hey Freunde, heute machen wir zusammen Bratkartoffeln. Essen wir alle gerne und ich zeige euch, wie die so richtig schön kross werden. Viel Spaß beim Zuschauen. So, und womit starten wir heute? Wir machen Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln. Heute hier bei Schelzens Küchenglück. Ich habe die mit Schale gekocht. Im Ganzen und danach mit dem Messer ein Scheibchen geschnitten. Die sind, ich zeige euch das mal, was ist das? Ein halber Zentimeter bis Zentimeter dick, ungefähr gleich groß. Wenn die vorgekocht sind, geht das ein bisschen schneller. Kann man auch mit rohen Kartoffeln machen. Ich finde die Variante aber einfacher. Und ich werde so oft von euch oder von anderen Leuten hier in den Kursen oder auch an der Fleischtheke gefragt, wie kriegt man denn Bratkartoffeln so richtig schön kross? Und wie fast immer beim Kochen heißt das Gebot Geduld. Ein bisschen Ruhe. Wenn wir die Bratkartoffeln zu oft schwenken, was soll denn da kross werden? Es wird ja nur kross, wenn es auch da liegt und brät. Klein bisschen Fett in die Pfanne. Bratkartoffeln vertragen das. Und wir machen die ja nicht jeden Tag, deswegen vertragen wir das auch. Wir braten nicht die Zwiebeln oder den Speck als erstes an. Wir braten als erstes die Bratkartoffeln an, die brauchen einen Moment länger. Die Pfanne ist heiß. So. Einmal, dass die sich gut verteilen. Gute Portion für eine Pfanne. Das sollte für zwei Personen reichen. 300-400 Gramm. Tolle Beilage. Speck habe ich schon mal vorgeschnitten. Vom deutschen Edelschwein. Natürlich Bio. Wunderbare Schalottchen. Schalotten sind ein bisschen milder, aber würziger. Die riechen auch immer ganz besonders gut. Die schneiden wir nicht in kleine Würfel. Die würden zu schnell verbrennen. Schalotten sind ja relativ feine Zwiebeln. Das heißt, die haben nur die feinen Zwischenräume. Nicht ganz so dick wie bei anderen Zwiebeln. Das heißt, die Würfel sind von vornherein schon mal kleiner, die man macht. Und damit das Ganze nicht verbrennt, schneiden wir die Schalotte schön in feine Streifen. So Ringe. Und die zweite auch noch. Wie ihr seht, ich habe noch nicht einmal gerührt. Man sagt ja auch bei Fleisch, bei Steaks in der Edelstahlpfanne zum Beispiel, dass das Steak ready ist zum Drehen, wenn es sich von selber löst. Und bei den Bratkartoffeln ist das ähnlich. Weil was sich von selber löst, klebt demnach. Ja, dann nicht mehr in der Pfanne oder nicht an der Pfanne. Wenn es sich von selber gelöst hat. Wenn es sich aber nicht von selber gelöst hat und wir es abkratzen und das, was sich eigentlich lösen soll, am Pfannenboden kleben bleibt, dann haben wir nicht mehr die Pfanne als Untergrund zum Braten, sondern zwischen der Pfanne und dem Bratgut eine Schicht Stärke aus den Kartoffeln und die verhindert, dass die Kartoffeln so richtig schön kross werden. Genau. Kann man überlegen. Meine Freundin würde jetzt schimpfen, Pfanne hochheben. Bloß nicht den Herd zerkratzen. Aber wie ihr seht, die lösen sich von selber. Ich wende aber noch gar nicht. Lassen die noch ein bisschen rösten. Jetzt kann man die Temperatur auch ruhig mal hochboosten. Die müssen ja nicht gar werden. Die sind gekocht. Und mit richtig Temperatur in der Pfanne werden die auch schön, schön kross. Ich kann das auch hören. Desto weniger das brutzeln wird, desto näher ist man an dem Punkt dran, wo es dunkler wird. Also jetzt haben die Kartoffeln noch relativ viel Flüssigkeit.
die läuft raus und das hört man natürlich, wenn das Wasser ins Fett kommt, dann gibt es dieses Spritzen. Und wenn das so langsam aufhört oder seinen Ton verändert, dann ist die Kartoffel auf der anderen Seite schon knackig braun. So langsam. Da, guckt euch das an. So müssen Bratkartoffeln aussehen, nicht anders. Richtig schön knackig, goldbraun, keine schwarze Stelle. Guckt euch das mal an. Das ist par excellence. Und dem Ganzen geben wir jetzt natürlich wieder Zeit. Derzeit können wir schon mal die Petersilie nehmen. So, wenn sie denn will. Wir rollen, wie schon mal gezeigt, Petersilie so ein bisschen ein. Tigerkralle. Messerspitze auf dem Brett und zapp, zapp. Dadurch, dass mein Mikrofon ja relativ nah hier am Herd ist, dürftet ihr den Unterschied vielleicht ein klein wenig hören. Jetzt ist schon wieder der Moment gekommen, wo es kaum noch brutzelt. Et voilà. Und es geht weiter. Hier, schaut euch das an. So schön. Kriegt man direkt Hunger. Kartoffeln habe ich natürlich mit ein bisschen Salz gekocht. Dadurch, dass wir gleich den Speck reintun, brauchen wir auch fast gar nicht viel mehr Salz. Petersilie muss auch nicht zu fein sein. Dann hat die nämlich direkt ihren Dienst getan, sobald sie auf den Bratkartoffeln gelandet ist. Sollte ja eigentlich ein klein bisschen knackig sein. So. Jetzt so langsam sehen wir, dass die Kartoffeln von fast allen Seiten schön goldbraun sind. Aber man sieht auch, ich habe gerade selber zu früh geschwenkt, hätte noch einen Moment gedurft. Gegeben, dann haben wir nämlich direkt noch mal ein klein bisschen Fett in der Pfanne. Jetzt den Speck dazu. Der will ja auch schön kross sein. Das reicht schon fast. Nur ein bisschen bewegen, kommt das Fett aus dem Speck raus, läuft so ein bisschen unter die Kartoffeln. Ich meine, man könnte es auch schon riechen. Als nächstes kommen dann gleich die Zwiebelchen dazu und danach die Petersilie. Was, mit was esst ihr denn eure Bratkartoffeln am liebsten? Schreibt mir noch mal unter die Kommentare, was ihr denn so am liebsten mögt. Schönes Schweinenackensteak, Rinderfilet, Rumpsteak, wie auch immer. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Oh, wow. Hier, wie ihr seht. Noch nichts schwarz, keine Sorge, wenn man so im Abstand von 1-2 Minuten schwenkt, der Herd steht hier auf volle Pulle, da passiert nicht viel, vorausgesetzt auch nicht zu viel Fett. Und wir hören wieder, wie
der Speck anfängt, seine Flüssigkeit zu verlieren, anfängt kross zu werden, er fängt so ein bisschen an, in der Pfanne zu hüpfen. Und jetzt. Können wir die Zwiebelchen dazugeben. Die fangen auch sofort an zu duften. So, 2 Minuten ist die Nummer fertig. Das duftet. Also, Bratkartoffeln sind echt eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Schon seit jeher. Nur gucken, dass die Zwiebeln so weit ausschwitzen, dass die nicht mehr scharf sind. Jetzt darf man auch mal ein bisschen mehr schwenken. Wir haben ja eigentlich die Kartoffeln von allen Seiten schön kross. Und voilà. Fertig sind die Bratkartoffeln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wichtig beim Kochen, beim Bratkartoffeln, Geduld. Ein bisschen Ruhe und dann werden die auch richtig, richtig schön. Nicht zu viel schwenken. Jetzt ausmachen, sonst war es das nämlich mit der Petersilie. Abonniert meinen Kanal, empfiehlt es weiter. Jeden Montag leckere neue Rezepte. Euer Schelzen und bis zum nächsten Mal.